Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play mit Impleed aus dem Spiel War Thunder, den Ground Forces. Und heute erwartet uns der hier, der Kollege, der Leopard. Den habe ich jetzt neu in meiner Garage und ich habe mir doch geholt, weil mich das Fahrzeug zum einen ja doch herausgefordert hat. Da wird ja so viel im Forum geschrieben über diesen doch ach so schlechten Leopard-Panzer. Und ich habe ihn mir geholt, weil sich das doch der eine oder andere von euch gewünscht hat. Ich habe gerade eben mein erstes Gefecht mit ihm gefahren und das kann ich sogar beweisen. Und zwar gehen wir hier aufs Profil in den Wehrpass. Wir nehmen jetzt die Deutschen, die Luftwaffe raus und dann müsste hier ganz unten irgendwo gleich der Leopard-Panzer erscheinen. Da ist er. Ein Gefecht. 100% Winrate für unsere Statistiker und eine KD von 1 zu 1. 1 zu 1 ist nicht viel, aber wie gesagt, der Trecker ist noch Stock und ich musste mich damit erstmal einspielen. Allerdings möchte ich, bevor ich euch dieses Match zeige, wo der Leopard am Anfang zum Einsatz gekommen ist, noch etwas zu dem Leopard selbst sagen. Hier wird ja immer wieder gesagt, der ist irgendwie schlecht, scheiße, platzt sofort auseinander. Ja, das ist wirklich so, aber das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs hat der schwere Panzerbau im Grunde genommen sein oberes Limit erreicht. Das, was damals auf der Straße war in Form von Tiger II, Ferdinand und solchen Sachen, das war das absolute Limit vom Gewicht her. Mehr saß einfach nicht drin. Alles, was man noch schwerer auf die Straße gebracht hätte, wie zum Beispiel die ursprünglich geplante Maus oder sowas, die wären im Gefechtsfeld einfach nicht mehr einsetzbar gewesen. Und das hat man auch gemerkt. Es gab immer irgendetwas, was den Panzer, egal wie schwer ich ihn gepanzert habe, doch noch geknackt hat. Auch am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Tigerpanzer, Ferdinandpanzer abgeschossen. Und deswegen sind die deutschen Ingenieure nach dem Zweiten Weltkrieg hingegangen, als man mit den eigenen neuen Entwicklungen wie dem Leopard begonnen hat und hat gesagt, das macht keinen Sinn, noch mehr Panzerung in so ein Fahrzeug reinzubauen, es quasi geländeunfähig zu machen durch sein hohes Gewicht. Es wird trotz alledem innerhalb kürzester Zeit garantiert eine Panzerabwehrwaffe entwickelt werden, die dann auch wieder dieses überschwere Gefährt knacken würde. Wir machen es anders. Wir setzen auf hohe Mobilität, auf hohe Geschwindigkeit und auf eine Kanone, die möglichst schnell alles in Stücke zerreißt. Und genau deswegen hat man den Leopard-Panzer entwickelt. Er hat nur eine 70 mm Frontpanzerung und auf Tier 5 ist da nicht wirklich etwas, was uns nicht durchschlagen kann. 70 mm kann von einem T-34 durchschlagen werden. Wir dürfen uns also bei dem Leopard-Panzer definitiv nicht auf unsere Panzerung verlassen und das macht es dann im Spiel auch so schwer. Denn aufgrund des Kartendesigns und ja, des Spielaufbaus wird der Leopard seiner eigentlichen Aufgabe nämlich gar nicht gerecht. Schnelles Zustoßen, schnelles wieder zurückfahren, aus der Deckung kurz agieren, mit der Kanone eben einen weghauen und sofort wieder Stellungswechsel. Das funktioniert hier im Spiel nur bedingt. Ich habe das jetzt im allerersten Match direkt versucht. Das heißt, ich bin nicht dahin gefahren, wo alle sind, wo man direkt auseinanderplatzt, sondern ich habe versucht zu flankieren, habe dadurch auch meinen allerersten Abschuss erzielt, nämlich einen T-54. Aus dem Spiel genommen, hatte dann allerdings das Problem, dass denselben Weg drei der Gegner gefahren sind. Einen davon konnte ich zerlegen, die anderen beiden haben sich dann ja mit mir beschäftigt und da, wo ich stand, war absolut keine Deckung. Nachdem dann mein Geschützverschluss kaputt war, war das auch das Ende. Trotzdem war das so ein Gefecht, wo ich eigentlich sagen kann, wer versucht so mit dem Leopard zu arbeiten, wird damit sicherlich mehr Spaß haben, als wenn er den Leopard einsetzt, als wenn es ein Tiger II wäre. Ich wünsche euch viel Spaß. So, jetzt bin ich schon ein wenig aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das mir nicht sofort direkt in die Hose geht, wie das oft ist, wenn ich einen Panzernagel neu habe. Aber ich werde jetzt hier hinten rumfahren und gucken, ob ich nicht vielleicht, so wie ich mir das vorstelle, die Gegner flankieren kann. Okay. Nur ein paar T-54, nichts Ernstes. Das heißt, der Matchmaker ist
gnädig mit mir. Boah, was geht die Kiste geil ab. Und der ist noch Stock. Der hat noch einen ersten Motor drin und alles. Da ist ja noch nichts drin, außer der Feuerlöscher. Vielleicht schon zu nah rangefahren. Ich hätte noch weiter rumfahren sollen. Da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Ein T54. Ei, nur ein Crit. Aber... Er dreht sich nicht um. Okay. Geil. Schön. Schön schnell nachgeladen. Super geil. So, jetzt fahre ich einfach irgendwo hin, bleibt da stehen, bis das Gefecht zu Ende ist. Ja, da kommt noch mehr. Scheiße. Ferdinand. Und ein Panther. Dann können wir beide gefährlich werden. Gebounced. Na, was ein Glück. Glück muss man auch mal haben, ne? Ey, wieder gebounced. Aber seine Gun? Ne, keine Ahnung. Geschützverschluss vielleicht? Ich weiß es nicht. Der Ferdinand, der macht mir viel mehr Angst. Wir haben jetzt erstmal einen Rückwärtsgang rein und sehen zu, dass wir so ein bisschen hier in eine Kuhle verschwinden. Der Geschützverschluss wieder kaputt. Das geht mir echt auf den Sack mittlerweile, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Früher waren es die schwarzen Rohre, jetzt ist es permanent der kaputte Geschützverschluss. Es geht in meinen Kopf nicht rein, was die sich dabei für eine Scheiße gedacht haben. Ja, das war klar, dass das jetzt zu Ende ist. Kannst du nicht mal mehr zurückschießen. Aber falls irgendjemand von Gaijin sich auch mal so ein Video hier von mir anguckt, ja, bitte erklärt uns doch mal, warum in einem Panzer, innen drin, in einer Tour, der Geschützverschluss kaputt geht. Das passt so überhaupt nicht und es passiert ständig und in einer Tour und permanent und das ist echt ätzend. Mag sein, dass ich mich jetzt gerade hier an dieser Stelle besonders aufrege, aber... Nachvollziehbar ist es nicht. In den letzten Tagen hatte ich das in mehreren Gefechten. Zack, bumm, Geschützverschluss kaputt. Da kann man den Panzer auch sprengen, da kann man aufgeben. Wenn man direkt im Nahkampf ist oder in einem direkten Kampf mit jemandem und man kann nicht mehr zurückschießen, ist die Nummer vorbei. In echt wären sie ausgestiegen und weggelaufen. Aber in echt wäre auch nicht innen drin nur der Geschützverschluss kaputt gegangen. Naja, ist egal. Der Panther ist jetzt erstmal dran, wobei ich ein bisschen scheiße stehe. Kacke. Und da müssen wir direkt in den Nahkampf. Hilft nichts. Ich kriege hier mein Rohr nicht drüber. Genau in Kranz, komm. Zack.
So, und jetzt gucken wir mal, ob wir uns den Ferdinand irgendwie packen können. Frontal wird es ein bisschen schwierig bei 200 mm. Ich muss den leicht von der Seite kriegen, dass ich ihm vorne einen reindrücken kann. Okay. Oder von der Seite, aber der passt ja jetzt auch. Und auf der Stelle drehen kann er eigentlich relativ gut. Ja, Turm. Was hier immer so alles kaputt geht, na ist egal. Reparieren wir mal und hoffen, dass er jetzt nicht kommt. Aber wir stehen ja schön versteckt hier hinter der Kuppe. Wieso kommt denn der jetzt nicht? Er kommt. Wenn Walter Drott zu sehen ist, hau ich ihm da einen rein. Das ist ja jetzt ein Scherz, oder? Hat einer von euch den Ferdinand gesehen? Ist er über die Kuppe weggekommen? Ich sehe ihn nicht, aber er sieht mich und kann mir eine verpassen. Ah ja. Mhm. Ja, es ist auch wieder eine von. Das ist so eine von diesen seltenen Sachen, wo ich dann, selbst ich, der immer sagt, alles gut, alles ruhig, alles schön, das hat alles seinen Grund oder auch nicht, aber es wird dran gearbeitet. Das hier war jetzt auch wieder eine von diesen typischen Situationen, wo ich dann sage, kann man das nicht einfach mal in Ordnung bringen, dass das von der Sicht her bei beiden passt. Wir haben ja jetzt beide quasi durch unser Geschützrohr geguckt. Ja, ich habe auf ihn gezielt, er hat auf mich gezielt. So, und er sieht mich und kann mich anvisieren und schießen und ich kriege das Ding nicht mal zu sehen, ne? Weil da immer noch der Hügel dazwischen ist. Da haben sich ja schon mehrere Leute drüber aufgeregt, über diesen Scheiß. Naja. Egal. Gleich zwei Sachen in einem Spiel, die mich aufregen. Kommt nicht oft vor. Aber jetzt seht ihr auch mal, nicht nur ich bin immer nur am Grinsen und habe Schokolade gegessen. Ne? Ich camp auch genug Sachen hier im Spiel, die mich ganz gewaltig aufregen. Aber deswegen mache ich nicht das ganze Spiel schlecht. Ich denke immer noch, das Spiel hat richtig viel Potenzial. Das Spiel macht richtig viel Spaß. Wenn man hin und wieder das eine oder andere, was einen frustet, dann runterschluckt, dann ist alles gut. Im Notfall eben einmal ausmachen, am nächsten Tag wieder spielen, ist auch alles wieder gut. Wobei, schade, ich hätte gern ein bisschen mehr mit dem Leo noch gefahren. Andersrum, ich habe das Ergebnis jetzt nicht ehrlich gesagt erwartet, muss ich sagen. Ne, habe ich nicht. Ich dachte, ich fahre mir mit durch die Gegend und kriege garantiert irgendwo einen verplättet, ohne auch nur einen Schuss abgegeben zu haben. Kann ich eigentlich nur sagen, ist bis jetzt ganz gut gelaufen. Die Aktion mit dem Panther war vielleicht nicht in Ordnung, aber da habe ich auch was falsch gemacht. Ich war mir da ziemlich sicher in meiner Kuhle. Beim nächsten Mal sollte ich einfach dran denken. Ich hätte ja noch ein Stück weiterfahren können. Bis zu den Häusern wäre ich bestimmt gekommen. Nehmen wir da eine Flalak. Oh, so viel Schaden. Habe ich aber Glück gehabt. Oft gehen die Dinge auch einfach nur durch. Aber jetzt, Moment. Ja, klick Licht aus. Achtet mal so ein bisschen drauf für die Unerfahrenen unter euch, ja, wie ich zum Beispiel auch mit dem Tiger fahre. Meistens in Anführungsstrichen angewinkelt zum Gegner. Ich fahre also immer leicht schräg, das seht ihr jetzt auch. Ja, ich weiß, wo ungefähr der Gegner ist und dementsprechend richte ich das Fahrzeug aus und fahre nicht direkt drauf zu, sondern quasi schräg. Ja, da hinten Gegner, spitze Rohr, winkeln. Aber den kriegen wir nicht. Ne, da sind Häuser davor, das wird nix.
Wobei jetzt einer von diesen Kunstschüssen, wie das auf der Berlin-Map möglich ist, der wäre natürlich klasse, ne? Durch irgendeinen kleinen Grafikschlitz in der Wand schießen. Sehr schön. Und das andere da hat einen Totenkopf drüber. Das ist der ehemalige Ferdi-Fahrer. Dann können wir uns ja jetzt rächen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Nur ein Crit. Okay, oh. Mann, was ist los? Ich schieß doch sonst präziser als jetzt. Und irgendwas schießt von der Seite. Da müssen wir erstmal zurück. Schade. Den hätte ich mir jetzt gerne noch vorgenommen. Ach, da steht noch ein Panzer. Ja gut. Hat mir wahrscheinlich welche in den Turm reingedrückt und ich habe zum Glück nichts im Turm drin. Was macht der denn? So, hier sind wir safe. Das schafft er nicht. Geschützverschluss, ja. Natürlich. Was auch sonst? Was sonst sollte an so einem schweren Panzer kaputt gehen, außer der Geschützverschluss? Er hat wahrscheinlich... Der gefreite Schütze Arsch am Geschützrohr seinen Kaffeebecher verschüttet. Das ganze Zeug ist in den Verschluss gelaufen und jetzt lässt er sich nicht mehr vernünftig schließen. So wird's gewesen sein. Der hat sich nämlich erschrocken, als wir eine verpasst gekriegt haben. Mann, Mann, Mann. Ja, trotzdem, schönes Spiel. So, und das war dann auch das allererste Leopard-Gefecht. Das wirklich erste Leopard-Gefecht. Ich habe nicht irgendeins rausgesucht, wo ich einmal einen Abschuss mitgemacht habe, sondern Fahrzeug gekauft, angemeldet, aufgezeichnet, euch gezeigt. Ich werde in Zukunft natürlich öfters mal Spiele machen mit dem Leopard. Ihr werdet ihn sicherlich auch ganz, ganz viel im High-Tier sehen, wenn ich eins dieser neuen Live-Videos mache. Wo ich dann quasi nicht so einen Käse quatsche wie jetzt gerade, sondern wo ihr live TS hört und seht, wie ich dann mit meinen Leuten da durch die Gegend fahre. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten unter das Video in die Kommentare. Ich werde versuchen, alles schnellstmöglich zu beantworten. Ich würde mich wie immer über ein Like freuen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns bald im Spiel. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, euer Implied.